Shaja Tani Schlauta. Ku Schlauata. Tani. Dubu. Wollen am Heißka. Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Far Cry Primal. Wir haben letztes Mal Saya hier ihre tiefe Wunde geholfen zu reinigen und auch sie am Leben zu halten. Und jetzt geht's weiter. Wir müssen hier auf der Karte hier hoch in dieses Gebiet, hier zu diesem Tensei der Schamane. Da habe ich mir jetzt schon mal einen Wegpunkt gesetzt und würde sagen, wir laufen auch gleich mal los und gucken, was passiert. Und schauen mal auch, wer uns alles begegnen wird oder ob wir da einfach durchrennen können ohne Probleme. Ich bezweifle es, dass wir da einfach durchkommen, aber wir werden mal schauen, wie weit wir kommen, wo wir da hinkommen. Auf jeden Fall sind es knapp 1000 Schritte. Nicht ungefähr wenige, würde ich sagen. Ne? Was war das? Ich nie. Möchte diese Fuchsdinger da, diese Rotfuchs, um einen besseren Köcher zu machen. Und mit dem Köcher können wir dann. Ich zeig's euch mal, Leute. Ups, ich glaube, das war I. Genau, I. Und dann kommen wir hier. Hier brauchen wir Takas Höhle Level 1, Südstein, Südsteinstaub. Und hier bräuchte ich mir Rothundfell, 3 Stück. Rothundfell wäre nicht das Problem. Die holen wir uns jetzt aber, oder können wir uns holen. Da habe ich nämlich vorhin schon mal einen getötet. Und deswegen werden wir da auf dem Weg vielleicht noch die einen oder anderen finden, die uns praktisch das Leben etwas leichter machen. Also ich hoffe es zumindest. Ist das eine Sau? Na ja, okay, ich muss rüber. Das hilft mich nicht, die Antilopen. Zeig mal Gott. Oh, da ist ein kleiner Elefant. Da muss ich natürlich jetzt auf. Oh, Wildschweine. Greifen die mich an? Okay, die lassen mich jetzt erstmal in Ruhe. Frage ist natürlich, ob ich noch meine. So eine Hyäne. So was hier. Okay, also ich bin mir jetzt nicht sicher gewesen. Schaffe ich es nicht. Okay. Ich stelle mal gegen. Gepaart. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich will den Gepaart haben, weil der schaut gerade echt schick aus.
Geschafft. Schönes Tier. Jaguar, entschuldigen. Schönes Tier, ein wunderschönes Tier. Tut mir ja leid, dass ich ihn jetzt das Tier töten muss. Tut mir wirklich sehr, sehr weh, aber es war damals halt so. Fressen oder gefressen werden. Hallo Stein. Pfeile habe ich nur noch. 5 Pfeile. Okay, ich brauche ein paar Pfeile wieder. Merke ich gerade. Ja, wir haben gerade mal die Hälfte des Weges hingelegt. Na, selten. Seltenes schwarzes Rothund. Okay, das ist natürlich was anderes. Oh. Ja, ich frage mich halt gerade, wie ich hier noch ein bisschen die Rothund-Felldinger höher krieg, weil ich brauche dafür noch ein bisschen was. Eins noch, dann kann ich einen Köcher machen und dann habe ich ein bisschen mehr. Ich hoffe, ich komme da noch vorbei bei dem Lager. Das ist natürlich sehr interessant. Ah, da oben leuchten welche, genau, da laufen welche. Okay, da kommen Gegner, glaube ich. Also der Hirsch da, der sah jetzt gerade ein bisschen böse aus, wo ich auf sein Rehchen da geschossen habe. Oder auch nicht. Ah, da kommt er wieder. Da kommt der Elch. Können wir mal den Elch-Test. Ich hab's echt geschafft. Wahnsinn. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass ich ihn schaffe. Deswegen war ich jetzt so leise. Der war jetzt schon heftig. Boah. Ich hätte es nicht gedacht. Also wirklich, ich hätte gedacht, ich werde jetzt definitiv ein paar aufs Maul kriegen. Und dann hat sich das. Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die dein Gebiet markieren, sobald du es erobert hast. Schalte die Gegner in der Nähe aus und entfache die Leuchtfeuer, um sie für einen Stamm zu erobern. Erobere Leuchtfeuer schalten schnell Reiseziele frei und bieten dir sichere Ruhestätten zurück auf deine Belohnungslager. Dann sollen wir das wohl tun. Sounds im Hintergrund, das ist immer schon ein bisschen, ne?
Aber ist hier keiner. Also noch sehe ich hier niemanden. Bevölkerung erhöht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn du ein Leuchtfeuer oder ein feindlicher Außenposten eroberst, hattest du ein neues Schnellreiseziel frei, mit dem du schneller durch Oros reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen, um Hütten zu erreichen oder zu verbessern. Die Schnellreise im Überlebensmodus kostet Fleisch und verringert deine Ausdauer. Drücke M und wähle das Kartenmenü und zum Schnellreisen nutze die Maus zum Markieren eines Leuchtfeuers, Außenpostens oder deines Dorfes und wähle die Schnellreise. Ja, können wir machen. Müssen wir jetzt aber nicht. Haben wir eine Tasche? Wir haben eine Kiste, die wir nicht brauchen, ne? Wir haben jetzt alles hier. Ich würde sagen, wir laufen jetzt weiter zu unserem Ziel, oder? Ja, schön was hier frei gemacht. Hier ist wieder ein Lagerfeuer. Unbekannter Ort. Da Wölfe. Wölfe sind gut und wir gehen jetzt dahin, aber. Ist das hier Venture helfen, Eskorte? Sollen wir noch ein paar Nebensachen machen? Wer weiß, wer weiß. Jetzt gehen wir erstmal dahin zu dem Shami und gucken mal, was passiert. Wenn wir noch einen Weg finden, ja, da geht's lang. Was ist denn das für ein Vogel hier? Also den habe ich jetzt noch nicht kapiert. Wäre ich hier fast runtergesegelt. Jetzt habe ich kein Hartholz mehr. Jetzt muss ich gucken, was ich hier mache. Guck mal, da läuft der erste schon hoch zu mir. Was ist er denn? Also ich bin da noch nicht so ganz durchgekommen bei dem Spiel. Ich denke mal, dass es deswegen für mich noch ein bisschen kompliziert ist. Aber an sich ist das Spiel eigentlich ziemlich gut gemacht bisher. Doch recht einfach von der Steuerung bisher, aber wer weiß, was dann noch kommt.
Ich habe nur noch zwei Pfeile. Ich muss mal ein bisschen mehr Holz wiederfinden. Okay, die Jungs waren hier, wie ich hier sehe. Und haben mir ein bisschen was hinterlassen. Auf jeden Fall ein paar Leichen. Aber ansonsten nichts. Also die haben ja nichts wirklich Weltbewegendes. Nicht mal Futter. Ah, hier haben wir allerdings eine Höhle und da haben wir ein Zeichen. Was ist das für ein Zeichen? Yo! Geil! Okay. Haben wir sogar noch was gefunden, was wir nicht gedacht haben. Also ich habe sie zwar gesehen auf der Karte, so eine kleine Kiste, aber habe nicht gewusst, dass da sowas ist. Jo, wenn ihr rennt, ist das okay. Okay, wir haben noch immer 300 Schritte, Leute. Auch die werden wir früher oder später noch schaffen. Fragen wir allerdings, ob man bei den Elefanten lieber einen Umweg macht. Wäre wahrscheinlich von Vorteil. Warum müssen nämlich immer so erschrecken, wenn die haben Musik hier? Das schlimme wie Horrorspiel hier. Im Rohrspiel habe ich immer ein Pulsmesser an, ey. Der würde jetzt hier perfekt funktionieren. Da war doch was gerade, da ist die Kiste. Also die Elefanten werde ich in Ruhe lassen, definitiv. Die sind mir wahrscheinlich irgendwie komplett überlegen. Aber ich sehe ja schon einen Weg hier hoch. Frage mich die ganze Zeit, was das für Geräusche sind. Ausruhen, was passiert denn da? Was ist ein Bär? Wird ja immer schlimmer. Oder besser. Oder beides oder gar nichts. Was haben wir hier? Und mir fehlt definitiv Hartholz, weil wird eng mit dem Fall. Ist der tot oder schläft der? Das ist jetzt die Frage, ne? Okay, der muss tot sein. Wir bringen jetzt schnell die Nacht hier in diesem Lager. Hoffen das Beste und erwarten das Schlimmste. Also man legt sich mitten an zum Lagerfeuer, mitten im Wald, irgendwo hin, wo gerade ein Bär neben einem rumgerannt ist und schläft einfach mal bis zum Morgen. Warum nicht?
kann man ja mal machen, nicht wahr? Aber wir werden es machen und wir machen es auch und hoffen das Beste. Okay, ist gut gegangen. Ich denke mal, dass hier irgendwo eine Höhle ist, dass ich hier wieder, oder dass da wieder irgendwo diese Kiste drin ist. Wir werden aber jetzt da hochgehen. Die 150 Meter schaffen wir noch. Dann können wir Ende der Folge erstmal machen. Greifhaken habe ich noch nicht. Den werden wir wahrscheinlich noch machen müssen. Aber schöner, schöner Blick, ne? Schön, schön, schön. Habe ich hier Holz? Nein, ist kein Holz. Das ist schon Holz, aber keins, wo ich mitnehmen kann. Schiefer nehmen auf jeden Fall mit. Steinfinger. Okay, das sind mal die Kollegen hier hinten. Und Bär. Okay. Gehen wir mal rein hier. Alles klar. Was sind wir jetzt mal da? Höhle? Wohl nicht angreifen. Salwa padawaida, uhaita, tinsai. Nay, nay. Jassa. Ujassa da. Hassan. Ashai, baja. We fas wasnas pathi. Upafi takar. Upafi. Uti shayu slaugra kwasha darga. Slaugra kwasha darga. Vision der Bestien. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Oder was wir hier machen müssen. Auf jeden Fall sieht es voll chillig hier aus. Shasta.
Ah, okay, ich muss dem folgen. Alles klar. Also ich fliege hier wohl irgendwie, als wäre ich so unter was weiß ich gestellt. Ich habe echt keine Ahnung, was mich hier erwarten wird, aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Guckt euch mal das an, wie schön das ist. Sehr idyllisch, sehr ruhig, sehr entspannt. Schon wieder. Es ist schon interessant, wie ich hier jetzt vorne fliegen muss. Das ist ein bisschen Ruhe. Das Problem ist, dass du hier irgendwie komisch fliegst und ich weiß nicht. Also ich kann nicht vorne Gas geben oder abbremsen. Der fliegt eine Geschwindigkeit und ich muss dann immer ordnungsgemäß lenken, weil ich glaube, ich bin irgendwie kaputt. Okay, sogar die Wölfen, Jaguar, Tiger, Löwen, alles bleibt hier stehen. Mission der Bestien abgeschlossen. Waren abandoned. Subnia. Na Subnia. Tabaren Shayu Guarbadikala. Guarbadi. Shras. Uai Guarbadi. Ubargo Shayu Tusidaha. Usai, die Jude Jaugendacha. Guarpati, Faran Habandata, Kubalsan Guar Habanda Magata, Ulaukawal Waida Walkwaswang, Aiwasi Bargwashayu, Tushidaha Magata. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier mit dieser Folge wieder Schluss und ihr seht beim nächsten Mal, was kommen wird oder was genau sein wird. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und bis bald.